Noch 3 Tage Schule und dann sind auch in Sachsen endlich Osterferien. Und ich sage euch ehrlich, die Pause kann ich wirklich gebrauchen. Auch wenn unser Alltag richtig gut funktioniert, ist es natürlich anstrengend, sowohl für die Jungs als auch mich, da jeden früh raus zu müssen. Wie wahrscheinlich für den Rest von euch auch. Und deswegen freue ich mich, da mal ein paar Tage länger zu schlafen. Ich freue mich schon, mit den Jungs Ostereier anzumalen, ein bisschen zu schmücken und natürlich dann die Geschenke zu verstecken und die Ostereiersuche zu beginnen. Und wir bekommen auch noch Besuch von Oma und Opa und da freuen sich die Jungs richtig drauf. Denn wir gehen dieses Mal auch gemeinsam mit denen ins Stadion zum Fußball am Samstag und das wird bestimmt ein geiles Spiel. Die andere Woche bin ich dann allein zu Hause und da bin ich tatsächlich noch am Überlegen, was ich mache. Zeit alleine ist ja bei mir immer was ganz, ganz Seltenes und deswegen überlege ich da immer ganz genau, was ich in diesen Tagen mache. Vielleicht mal ins Kino gehen, vielleicht mal mit Freunden treffen, vielleicht einfach mal die Seele baumeln lassen und ein bisschen entspannen. Richtig in den Urlaub fahren dauert bei uns ja noch ein bisschen, das machen wir dann erst in den Sommerferien. Habt ihr bei euch eigentlich schon Osterferien und wenn ja, wie lange eigentlich? Denn das ist ja ganz schön unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern. Übrigens habe ich heute wieder zum Sonntagabend den All-Time-Favorite der Jungs Spaghetti Bolognese gemacht. Ich weiß, das ist keine richtige Bolognese, aber ich mache es halt so, wie es den Jungs schmeckt. Und irgendwie mache ich dieses Gericht nur an einem Sonntagabend. Komisch, oder?